Annette, ich spielte früher im Gripstheater in Berlin als Schauspielerin. Und irgendwann kam eine Lehrerin mit ihrer Klasse ins Gripstheater und die Schüler und Schülerinnen sagten zu ihr, Mensch, die Schauspielerin, die da vorne auf der Bühne steht, die sieht genauso aus wie sie. Daraufhin ist diese Ulrike Kampelmann, heißt sie, zu Annette gegangen und hat gefragt, sag mal, kannst du mir helfen? Ich bin aus der DDR geflüchtet. Sie war damals in so einem Renault, hatte sich versteckt, war geflüchtet. Und ich würde so gerne meine Mutter mal wieder zu Weihnachten besuchen. Kannst du mir deinen Personalausweis leihen, damit ich in die DDR fahren kann? Und unsere Annette hat natürlich sofort gesagt, ja, komm bei mir vorbei, hol ihn ab. Und die Ulrike Kampelmann erzählte, was ihr am meisten von Annettes Wohnung in Erinnerung geblieben war, war, dass sie im Wohnzimmer ihr Motorrad geparkt hatte. Genau, die Mutter zuckt zusammen. Und genau. Und die gute Ulrike Kampelmann hat es wirklich geschafft, mit dem Personalausweis von Annette in die DDR zu kommen und auch wieder rüberzukommen. Bloß leider war die Nachbarschaft früher in der DDR so schlecht, dass die Nachbarn zum Glück nachträglich das verpfiffen haben, sodass sie nicht nochmal rüber konnte. Okay, das war wie gesagt die kleine Weihnachtsgeschichte, wie schwer es sein kann, die eigene Mutter zu Weihnachten zu besuchen. Okay, und dank unserer Annette war es möglich. Okay, und jetzt heißt es... You caused my heart, and I think of a time you know what it means.